Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandido TV. In der heutigen Folge schnappen sich die Kita-Kinder den Verbrecher. Haha, ich kann höher schaukeln. Nein, ich. Ha, das werden wir ja noch sehen. Haha, hey Leute, guck mal. Ich kann auf den Bauch rutschen. Hey, nicht Max, das ist gefährlich. Ja, da kann man sich ganz doll bei wehtun. Ach so ein Quatsch, guck doch mal. Autschi, au, meine Nase, ich bin auf meine Nase gefallen. Wir haben dich ja gewarnt. Geht es oder sollen wir Fräulein Blüte Bescheid sagen? Au, nein, geht schon. Oh Mann, das mach ich nie wieder. Ja, normal Rutsch macht ja auch Spaß. Kinder. Ja, Fräulein Blüte. Kinder, kommt herein, es gibt gleich Essen. Okay, alles klar, Fräulein Blüte, wir sind gleich da. Oh, ich freue mich schon so auf das Essen, ich hab so Hunger. Ja, ich auch. So, hier noch ein bisschen zurechtdrücken. Und da. Hä, Fräulein Blüte? Haben Sie uns nicht gerade zum Essen gerufen? Ja, das habe ich. Das Essen ist in ungefähr 5 bis 10 Minuten fertig. Was? Aber warum rufen Sie uns denn dann schon? Ja, wir hätten noch ein bisschen schaukeln können. Ach, die paar Minuten könnt ihr auch noch hier am Tisch warten. Oh Mann. Hey Leute, kennt ihr das auch, dass ihr zum Essen gerufen werdet? Und dann ist es noch gar nicht fertig und ihr müsst trotzdem noch warten? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mehr Playmobil-Kita-Geschichten sehen wollt, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Das geht doch ganz schnell. Vielen Dank dafür. Und ich bin schon gespannt zu sehen, wer von euch das mit dem Essen auch kennt. Oh Mann, aber am Tisch warten ist doch langweilig, Fräulein Blüte. Dürfen wir vielleicht noch ein bisschen spielen? Wir können ja dann auch hier drin bleiben. Na gut, aber bleibt bitte in der Nähe. Ich möchte euch gleich nicht wieder ewig suchen müssen. Okay, wir spielen hier vorne, keine Sorge. Jetzt ist nur die Frage, mit was wir spielen. Frau Feder liebt immer lustige Abenteuer. Mit dem Drachen ist es aber auch immer cool. Hehe, ihr habt beide recht. Aber ich habe ein neues Spielzeug. Ich präsentiere mein neues Rennauto. Hä, was? Wow, cool. Wo hast du das denn her? Das habe ich mir von meinem Geburtstagsgeld gekauft. Ich kann sogar ganz viele Tricks. Wollt ihr mal sehen? Na klar. Hä, was war das? Das kam doch aus der Turnhalle. Hä, ist Fräulein Blüte in die Turnhalle gegangen? Lalala. Das Essen müsste gleich fertig sein. Dann müssen die Kinder ihr Spielen aber wirklich unterbrechen. Aber ein paar Minuten haben sie noch. Also, wenn Fräulein Blüte da ist, wer ist denn da in der Turnhalle? Oh oh. Ach, bestimmt ist nur etwas umgefallen. Wisst ihr noch, das hatten wir doch schon mal. Ja, stimmt, da sind ein paar Matten umgefallen. Kommt mit, wir gucken mal nach. Hey, Elisa, warte. Sollen wir nicht Fräulein Blüte Bescheid sagen? Hey, Leute, wartet auf mich. Alles ruhig, ich kann niemanden sehen. Vielleicht haben wir uns das Ganze auch nur eingebildet. Wir alle drei? Das glaube ich nicht. Irgendwas ist da. Die Matten bewegen sich, ganz von alleine. Oh nein, was ist das? Da versteckt sich doch bestimmt ein Einbrecher. Vielleicht hast du ja recht. Sollen wir mal nachgucken? Nein, das ist gefährlich. Wir sollten Fräulein Blüte Bescheid sagen. Aber vielleicht ist es ja auch gar kein Einbrecher. Ich guck jetzt nach. Lisa, warte! Ich sag Fräulein Blüte Bescheid. Ah! Oh, eine Maus! Was ist denn hier los, Lisa? Wir haben ein Geräusch gehört. Und wir wollten nachsehen, ob es ein Einbrecher ist. Und dann haben sich die Matten bewegt. Aber keine Sorge, es war nur eine Maus. Die ist zur Tür rausgelaufen. Ach ja. Lisa, das war wirklich gefährlich. Was, wenn hier doch ein Einbrecher gewesen wäre? Das nächste Mal sagst du mir Bescheid und ich gucke nach, okay? Okay. Tut mir leid, Fräulein Blüte. Das nächste Mal sag ich Bescheid. Gut. Und jetzt komm bitte zum Essen. Diesmal ist es auch wirklich fertig, versprochen. Ja, okay, ich habe auch schon ganz viel Hunger. Oh nein, sie dürfen mich nicht kriegen. Oh, ich muss mich irgendwo verstecken, ich kann nicht mehr. Oh, Moment mal, die Kita, das wäre doch ein gutes Versteck. Stehen bleiben, Kevin. Oh nein, nichts wie weg hier. Ich schnell hier drüber. Oh, gar nicht so leicht.
Ui, ui, das war das Tor. Hopsa, schnell wieder zumachen, bevor sie das merken. Und jetzt nichts wie weg hier. Ui, die Tür ist ja auf. Glück gehabt, schnell rein. Stehen bleiben, Kevin. Sie sind weg, sehr gut. Oh, ich weiß gar nicht, warum ich Kai vor der Kita gewarnt hatte. Die Kita ist doch ein super Versteck. Ich glaube, sie sind weg. Dann kann ich ja jetzt in die andere Richtung abhauen. Nein, die Tür geht nicht auf. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum Kai mich gewarnt hat vor der Kita. Wegen der Kindersicherung überall. Man kommt hier einfach nicht mehr raus. Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Das war wirklich lecker, Fräulein Blüte. Ja, ich habe auch meinen Teller ganz aufgegessen. Ich auch. Das freut mich, Kinder. Dann räumen wir jetzt zusammen den Tisch ab und danach könnt ihr auch schon wieder spielen gehen. Okay. Okay, dann können wir jetzt weiterspielen. Das wird gut. Oh ja, der Drache fährt das Auto. Ja, und danach ist Frau Feder dran. Schade, dass wir keine zwei Autos haben, sonst könnten wir ein Rennen machen. Aber wir können ja auf die Uhrzeit gucken. Oh ja, ein Rennen, wer schneller ist. Aber erstmal muss der Drache sich ein bisschen einfahren. Hä? Oh nein, was war das für ein Geräusche? Hoffentlich kommt niemand. Ich versteck mich mal besser. Oh, ganz schnell hier. Hey, was war das? Vielleicht ist da ja noch eine zweite Maus in der Turnhalle. Ja, vielleicht. Komm, wir sagen Fräulein Blüte Bescheid. Ich habe ihr versprochen, dass wir das jetzt immer machen, wenn irgendwas ist. Okay. Lalalalala. Fräulein Blüte, Fräulein Blüte! Ja, Kinder, was ist denn? Fräulein Blüte, wir haben schon wieder was gehört. Ja, da war irgendwas bei der Turnhalle. Irgendwas bei den Matten. Vielleicht wieder eine Maus. Oh je. Okay, Kinder, ich gucke nach. Keine Sorge. Wenn es eine Maus ist, dann helfe ich ihr einfach nach draußen zu laufen. So, dann mal gucken, was die Kinder so erschreckt hat. Autsch! Oh nein, diesmal ist es wirklich ein Einbrecher. Ich muss die Kinder in Sicherheit bringen und dann die Polizei rufen. Und Fräulein Blüte? War es eine Maus? Nein, diesmal war es keine Maus. Dieses Mal ist es wirklich ein Einbrecher. Aber keine Sorge, Kinder. Ich rufe jetzt die Polizei und die werden sich darum kümmern. Und ich möchte, dass ihr jetzt ganz ruhig seid und euch versteckt. Und kommt erst wieder raus, wenn die Polizei den Täter geschnappt hat. Okay? Und ich weiß ja, dass ihr die weltbesten Verstecker seid. Und ihr kennt die Verstecke der Kita doch in- und auswendig. Ein Einbrecher? So wie letztes Mal? Okay, wir kriegen das hin. Wir verstecken uns. Keine Sorge, Fräulein Blüte. Los geht's! Ja, hallo? Ist da die Bandido City Polizei? Wir haben hier einen Einbrecher in der Kita Sonnenschein. Schicken Sie bitte sofort eine Streife vorbei. Okay, Kinder, habt ihr alle ein Versteck gefunden? Ja, hier hinter findet er mich nicht. Und wir sind hier oben. Sehr gut. Bleibt in euren Verstecken, Kinder. Die Polizei ist schon unterwegs. Was? Autsch, ich bin eingeschlafen. Oh, stimmt ja, ich bin immer noch in der Kita. Oh, wie spät ist es überhaupt? Es ist so still. Vielleicht sind ja auch schon alle Kinder zu Hause und ich kann jetzt in Ruhe gucken, wie ich hier rauskomme. Mal vorsichtig gucken. Draußen ist keiner. Wenn im Hauptraum keiner ist, dann sind sie alle weg. Niemand zu sehen. Haha, perfekt. Dann kann ich ja jetzt versuchen, hier rauszukommen. Ich glaube, ich teste die Fenster nochmal. Oh nein, kein Rauskommen. Okay, dann teste ich mal weiter. Da ist der Einbrecher. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Was machen wir denn jetzt? Lass uns abwarten. Fräulein Blüte hat gesagt, die Polizei kommt gleich. Okay. Da hinten ist die Eingangstür. Dort könnte ich es nochmal versuchen. Oh nein, er kommt genau hier hin. Er darf mich nicht sehen. Oh nein, er geht zur Eingangstür. Oh nein, da ist doch Markus. Ich habe eine Idee. Ich lenke ihn ein bisschen ab. Oh, gute Idee, Max. Hä, was war das denn? Oh, was soll das? Na, warte. Lisa, kommt. Wir haben hier oben doch noch eine Decke, oder? Ja, haben wir. Okay, dann nimm sie und wirf sie auf ihn, wenn er hier vorbeikommt. Okay. Na, warte. Jetzt, Lisa. Okay. Autsch. Oh, oh. Das war gefährlich, Kinder. Hey, was soll das? Na, warte. Niemand schleicht sich in unsere Kita. Bleib liegen. Die Polizei ist gleich hier. Hände hoch und keine Bewegung. Oh. Hilfe. Holt mich hier raus.
Oh, ich glaube, Fräulein Blüte hat die Lage im Griff. Sieht ganz so aus, Toni. Wow, wirklich beeindruckend, dass Sie ihn so in Schach gehalten haben, Fräulein Blüte. Aber das war ganz schön gefährlich. Das nächste Mal warten Sie besser, bis wir da sind. Wir wollten noch warten, aber das war ein Notfall. Fast hat er eins der Kinder entdeckt. Falls so etwas nochmal passieren sollte, warten wir natürlich auf Sie. Sehr gut. Und das Gleiche gilt auch für euch, Kinder. Na klar, wir waren doch in Sicherheit versprochen. Wir haben ihn nur mit dem Spielzeugauto ein bisschen abgelenkt, aber er wusste nicht, wo wir waren. Na, immerhin das. Aber seid trotzdem immer auf der Hut und lasst so etwas lieber die Erwachsenen machen, okay, Kinder? Ja, ist gut. So, und du kommst jetzt wieder ins Gefängnis, Kevin. Dein Ausbruch war ja nicht so erfolgreich. Menno, ich versteck mich nie wieder in der Kita. Du wirst dich überhaupt nicht mehr verstecken. So, auf geht's zum Gefängnis. Ach, Menno. Hey Leute, das war heute ganz schön gefährlich, was Fräulein Blüte und die Kinder da gemacht haben. Aber zum Glück ist ja alles gut gegangen. Es wäre trotzdem besser gewesen, wenn sie auf die Polizei gewartet hätten. Wenn ihr keine Folge der Playmobil-Polizei mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dazu einfach hier oben links auf den runden Panda-Kopf. Und weitere spannende Abenteuer aus Bandido City gibt es hier rechts im Bild. Einfach draufklicken, anschauen und Spaß haben. So, und ich bringe jetzt Kevin zurück ins Gefängnis. Viel Spaß beim Anschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.